Eva Bulling-Schröter für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, lang hat es gedauert. Es war ja auch eine Verschleppung da, denke ich mal. Zu diesem wichtigen Thema, die Vergabe der Verteilnetze bei Strom und Gas. Und wir als Linke haben ja da schon vor langer Zeit einen Antrag eingebracht. Ja, und bereits der Koalitionsvertrag enthält das Versprechen, bei Neuvergabe der Verteilnetze die Rechtssicherheit zu verbessern. Denn die Regelungen im Energiewirtschaftsgesetz hierzu ist mehrdeutig und liefert die Kommunen einem großen Prozessrisiko aus. Sie haben es kurz angesprochen, Kollege Klathoff. Ja, jetzt sind aber leider viele Vergaben schon abgelaufen. So kann man ja Probleme auch lösen und oft zu Ungunsten der Kommunen entschieden worden. Und es ist ja ein offenes Geheimnis, dass bei diesem Thema die CDU ein Problem mit ihren eigenen Bürgermeistern hat, allen voran den CDU-Bürgermeister von Titis in Neustadt, Armin Hintersee, der derzeit vor dem Bundesverfassungsgericht klagt, und ich wünsche ihm alles Gute und viel Erfolg. Ja, und der will sich einfach nicht gefallen lassen, dass man seiner Kommune das Verteilnetz nicht geben will. Und CDU-Kollege Bareis aus dem Binn-Achtbarten-Wahlkreis, der wohnt nämlich direkt daneben, hat es dann ganz deutlich gesagt, dass für ihn nicht die kommunalen Interessen im Mittelpunkt stehen, sondern angeblich die Kunden. Hört, hört. Ja, und ich sehe da erstmal überhaupt keinen Widerspruch, sondern eher besondere Interessen gewisser Herren und ein Misstrauen gegenüber den Kommunen. Finde ich schade. Ja, und ich kann noch mal sagen, hier werden die Interessen der Kommunen ignoriert. Und wir halten das für falsch und noch dazu für ignorant. Ja, und dann die Chefin des baden-württembergischen Städtetags, Mitglied des Bundesvorstands der CDU, nicht irgendjemand, kritisiert natürlich auch ganz massiv ihr Vorgehen. Und wir kritisieren das auch, deswegen haben wir dazu Anträge eingebracht und immer wieder im Bundestag das Thema angesprochen. Wir lehnen es ab, dass Kommunen heute gezwungen sind, die Konzessionen ihres Verteilnetzes ohne Berücksichtigung kommunaler Belange auszuschreiben und zu vergeben. Seitdem sind ja bereits etliche Konzessionen neu vergeben worden auf einer gesetzlichen Grundlage, die überaus unklar und schwierig ist, und der Regelungsbedarf ist himmelschreiend an dieser Stelle. Aber Sie setzen das Thema aus, und ich halte es für peinlich und für schlimm. Und das zeigt, dass gerade Sie von der CDU-CSU nicht an der Seite der Kommunen stehen. Bürgerenergie, regionale Wertschöpfung, Ökostadtwerke, kommunale Stärkung, Regionalisierung der Energieversorgung, all das ist für Sie von der Union anscheinend kein Thema. Denn das Verteilnetz ist eine wichtige Voraussetzung für eine eigenständige Energieversorgung der Kommunen, die zum Beispiel ein Ökostadtwerk entwickeln wollen. Aber diese Entwicklung wollen Sie offensichtlich nicht. Und das sehen wir ja auch am EEG-Entwurf, mit dem Sie die dezentrale Energiewende torpedieren und durch Ausschreibungen zentralistische Tendenzen unterstützen. Zwischen 2007 und 2014 sind 85% der rund 1400 Verteilnetze an den alten Konzessionär vergeben worden. Und hier sind wirklich Chancen für eine dezentrale Energiewende vertan worden, weil in Berlin eben nicht gehandelt wurde. Vertan für weitere 20 Jahre, das muss man wissen. Die laufen immer 20 Jahre vorher, kann man die nicht kündigen. In dem Gesetzentwurf sprechen Sie sich ausdrücklich gegen Inhouse-Vergabe aus, wofür wir, die Linken, sich entschieden einsetzen. Und wir sind dafür von Ihnen, von der Union, ja immer gegeißelt worden mit dem alten Vorwurf, wir würden die Staatswirtschaft wollen und Wettbewerb ablehnen. Wir sagen, das ist Unsinn und blanker Hohn gegenüber den Kommunen. Inhouse-Vergaben gibt es in den Niederlanden sehr erfolgreich. Sie sind vollständig durch das Europarecht gedeckt. Ja, und jetzt erschrecken Sie vielleicht, aber dort gibt es sogar ein Privatisierungsverbot für Verteilnetze, das als europarechtskonform vom Europäischen Gerichtshof 2013 bestätigt wurde. Wir, die Linken,
finde innovative Ökostadtwerke gut. Da gibt es viele Beispiele, hessisches Wolfshagen. Da gibt es also wirklich tolle Sachen. Die haben sogar einen Teil des Stadtwerks in Bürgerenergiegenossenschaften ausgelagert. Und da, die sind wiederum Anteil am Stadtwerk. Und ich sage, das ist ein Teil der Bürgerbeteiligung. Und diese Bürgerbeteiligung, die wollen viele Menschen. Und es gibt eine ganze Reihe von Politikern, die in ihren Wahlkreisen immer über Bürgerbeteiligung rauf und runter reden. Wenn es aber dann wirklich mal ernst wird in Berlin hier, dann stimmen sie dagegen. Und ich sage, wir brauchen diese Bürgerbeteiligung. Wir brauchen das auch im Sinne der Klimabeschlüsse, sind Bürgerenergie und örtliche Netze eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das vorliegende Gesetz verhindert leider die Vergabe an die Kommunen. Und deshalb sagen wir Nein. Der Kollege Ingbert Lie